Gut, weiter geht's mit Pokémon Schild. Und ja, wir sind soweit. Wir können jetzt tatsächlich weitermachen mit dem Turnier des Champs. Wenn nicht der gute Hopp wieder was dazu hätte. Hätte zu sagen. Da wären wir im Score-Stadion, dem krassesten Stadion Gala. Und hier wirst du die allerbesten Kämpfe erleben, die die Welt hier gesehen hat. Los, melde dich an. Was heißt hier wir? Er ist doch raus eigentlich, oder nicht? Wir haben ihn ja geschlagen. Na gut. Wie dem auch sei. Und selbst wenn er nochmal gegen uns kämpfen würde, dann. Wie soll ich ihn nochmal sagen? Hallo, wir haben dich schon erwartet. Warte beim Fortnite erfolgreich war es zurück als nächstes mit 7 Arena-Leitern zu Finalturnieren. Diesmal werden sie sich nicht zurückhalten. Wenn du es schaffst, das Turnier zu gewinnen, wird sich dieses Team kämpfen immer. Möchtest du den Wartebereich betreten? Ja, klar. Okay, dann geht los. Vielen Dank. So, auf geht's. So. Alle warten Sie hier. Frage ist, wer fehlt hier überhaupt? Also ja, stimmt, Papella ist ja zurückgetreten. Die wird nicht mehr antreten. Na gut. Die Erfahrungsimmunität beginnt bei. Möchtest du den Kampf betreten? Jo, kann losgehen. Auf geht's. Die sollte geheilt sein. Und wenn nicht, dann müssen wir es noch tun. Kann ich es machen noch schnell? Ja, ist geheilt. Es wird keine Änderung geben so schnell. Vielleicht dann im Laufe der Story jetzt noch, aber jetzt hier nicht. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Dilian, euer Tim. Ich erlaube mir mal das Wort für den Liga-Präsidenten zu ergreifen. Natürlich wünsche ich mir, dass die Trainer der Gala-Region an diesem Wettkampf wachsen. Und noch viel mehr will ich, dass der allerbeste Trainer unter euch mir alles anverlangt. Also dann, genug geredet. Hiermit erkläre ich das Finalturnier offiziell für eröffnet. Na gut. Dann schauen wir mal, gegen wen wir drin. Halt! Das ist Bettis. Ja. Wer ist das? Ich bin Bettis. Erinnern Sie sich noch an mich? Genau, der Bettis, der in Schmach und Schande disqualifiziert wurde. Ja, weil er mal eben kurz die Wahrzeichen der Regierung abgerissen hat. Zu Recht, meiner Meinung nach. Bettis, das ist der Typ, dem Liga-Präsident Boris persönlich eine Empfehlung gegeben hatte. Ich habe deine Rechnung mit dir zu begleichen. Ich weiß, dass es gegen Regeln ist, aber ich fordere hiermit, gegen ihn antreten zu dürfen. Ich verlange ein allerletztes Match. Und ich schwöre ich, meine Karriere als Trainer für immer zu beenden. Ja, was sagt man dazu, meine Damen und Herren? Der plötzlich disqualifizierte Challenger Bettis hat sich unbedingt auf den Platz geschlichen. Und die Frage ist, gibt es hier keine Sicherheitsdienste, die das irgendwie verhindern können? Oder er hat einfach schlichtweg versagt? Naja, okay. Ja, meine Damen und Herren, und im Stadion und zu Hause, bitte gedulden Sie sich einen Moment. Die Turnierveranstalter diskutieren hinter dem Küstenbereich, wie Sie fortfahren wollen. Ja, glaub mir, ich weiß besser als jeder andere, wie unsinnig diese Forderung ist. Aber, ich halte das nicht länger aus. Ich kann nicht weiter tappen, bis zusehen. Solche Wikingen gehen mein ganzes Leben in den Bach runter. Es lässt Liga-Präsident los, mich eiskalt fallen. Dann habe ich nur die Befehle seiner Assistenten in der Liga befolgt und die Unscheine gesammelt. Und dann kannst du diese verrückte alte Schachtel mal leben. Ich denke, sie mir von früh bis spät mit vielen Pokémon zu. Hast du eine Ahnung, wie es sich anfühlt? Dann wird sich hier nur von Pink gehen müssen. Erinnert euch an den Aufzug von ihm, ihr. Und wenn alle nur im Questraum kommunizieren und man täglich mit vielen Pokémon kämpfen muss, dann stehe ich hinter hier und erzähle den ganzen Band, ich muss auch noch. Ja, ausgerechnet dir. Was ist aus mir geworden? Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren. Der Tempel hat der Förderung des Problems tatsächlich zu viel. Er darf antreten. Das mag wohl sein Weggrund gewesen sein. Und es ist ein der Traum, dass aus Gala irgendwann die Region mit dem stärksten Trainer von allen werden soll. Oder wird er dir hier eine Gelegenheit, das Kämpferkräfte zu überprüfen? Ein Stolz, ist noch nicht gebrochen. Na gut. Dann fighten wir. Dann kämpfen wir gegen Bettis. Vielleicht sogar das letzte Mal. Gut, Bettis kommt mit Flunky. Das ist gut, dass wir lieber gewonnen haben. Ich hoffe, wir kommen mal. Und da, wenn da ein Schieb Stahl ist, das heißt, wenn der Feuerattacke sollte als Pokémon eigentlich relativ schnell erledigt sein. Level 51.
bisschen angezogen. Aber ich rede auch schon irgendwie. Nitro-Lade. Ah, das war klar nicht. So. Nochmal Nitro-Ladung. Und das gute Flugkeeper ist weg. Hat 5, hat er. 6. Quade war Fee und Psycho. Gut, dann gehen wir auf Galopp ab. Mit einer Stahlattacke sollte natürlich noch machbar sein. So. Betrifft. War klar. Quade war überlebt. Nummer 2. Nächste. Galoppa ebenfalls. So, normalerweise sollten wir da Superattacken, also so eine Fee-Attacken relativ neutral sein. Oder vielleicht sogar nicht wirken. Sei denn, es kann natürlich auch diese Karte, die Attacke, okay. Wenn wir das auch können. Dann gehen wir mal auf die Falle. Ich setze jetzt mal die Body-Check ein. Dann gehen wir auf Toxin. Wirkung. Okay. Bald dabei ein Body Check. Aber jetzt müsste sein Drittes auch untergehen. Ja, einfach wird es nicht, definitiv nicht. Ich denke das. Du bist auch mit einer Kämpferattacke. Was ist weg? Was wurde denn schon gewonnen? Ah. Ja. Das ist tatsächlich schon mein letztes, oder? Also jetzt würde ich ein bisschen wieder machen, eigentlich nicht treffen können. Nee, nicht auch wieder treffen. Naja, schauen wir mal. Ich glaube, das ist jetzt schon das Letzte.
Na komm, mach mal auf. Sicher ist sicher. Wir werden nur so sitzen, aber nicht verlieren. Arena-Leiter vor allem. Ja, er hat ja die Nachfolge von Raffaella angetreten. Das haben wir ja mitbekommen damals. So, dass ich mir Raffaella ja besiegt habe. Und jetzt hat er Arnold besiegt. Ich hab verloren. Die Entscheidung ist gefallen. Kämpfer sein überragendes Team am Bettes in die Knie gezwungen. Hey, Bette, ist gut gekämpft. Hm? Was? Hä? Ich? Wir wollen den Comeback als Trainer. Kipp nicht auf. Ein Comeback? Ist das ein Witz? Ich habe verloren. Damit habe ich meine Revanche in den Sand gesetzt. Mich wollte ich meine Karriere als Trainer jetzt ein für alle Mal an den Nagel legen, um diese alten Shuttles entkommen. Jetzt wollen alle, dass ich Trainer bleibe? Das ist alles nur deine Schuld. In dir bin ich verdammt für immer der Arena-Leiter der Feen-Arena zu bleiben. Naja, wenigstens sollte es nicht allzu lange dauern, bis ich verpille weiter fort. Ich bin immerhin ein Naturtalent. Und ja, meine Damen und Herren, das ganze Stadion liebe den beiden jungen Trainer sind. Was für eine Atmosphäre. Doch hätte sich hier für eine kurze Pause in der Wartebereich zurück, um sein Team nach diesem unerwarteten Kampf wieder aufzubauen. Okay. Ah, dieser Auftritt von Bettis war sicher eine große Überraschung für dich. Wenn du bereit bist, dann begib dich jetzt wieder zurück auf den Kampfplatz. Das Turnier geht jetzt wirklich los. Ja, aber dann würde ich sagen, bei diesem kleinen unerwarteten Kampf würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder am Pokémon-Schild. Ja, es ist eine kleine kurze Folge gewesen. Ich hatte also erwartet, dass ich euch das Final-Turnier zeigen kann, aber scheinbar dann doch nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir machen trotzdem einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon-Schild. Und dann geht's los mit dem Final-Turnier.